So, wir befinden uns auf einem schönen Platz. Also mal sehen, ne? Einer der Hochbogen der Kriminalität hier. Dahin der Saufkiosk. Saufkiosk war sehr stark besetzt. Dort, wo der weiße Transporter steht, ein bisschen weiter weg, war ein Polizeiauto. Hier war das Tor auf und hier standen die beiden Polizisten. Und wir kamen von dort und sie haben uns beobachtet und haben gesehen, dass wir auf sie zukamen. Dann haben sie sich umgedreht und sind weiter auf den Hof gegangen und haben sich mit ihm einen Mann unterhalten, ne? Der gefragt hat, ob er sein Auto da runterholen kann. Also das war wirklich eine hundertprozentige Demütigung mit schön viel Publikum. Wir gingen da ja vorbei und sie haben gefeiert und gelacht und gehöhnt. Sonst halten sie sich im Moment ein bisschen zurück. Ja, wir werden ja heute Morgen immer nur gestört. So, und dann haben die Polizisten sich mit dem Rücken zu uns gestellt. Also absolut die maximalste Schmach und Demütigung. Erniedrigung bis sonst hinaus. Diese ganzen Kriminellen hier, das sind die Schlimmen, das sind die Täter. Wir haben nichts gemacht. Unwahrscheinlich. Und wie gesagt, wir wollten ihnen nur zuflüstern, dass wir Doppelgänger haben und fragen, ob wir schon die Straße durchgehen können, weil wir wieder so schlecht gehen können. Sie merken ja, dass wir mehr humpeln. Ich habe ja nicht umsonst das Handy angelassen. So, und dort wurde dann gefeiert dahin. So, und weil wir dabei sind, möchte ich die Polizei sagen, wir wussten ja damals nicht, dass nicht alle gegen uns sind. Also sie wurden zumindest 2009 und 2010 aus dem Block in der Hafenstraße gegenüber vom Polizeirevier, natürlich ist das ein bisschen weiter weg, ständig beobachtet. Wir haben uns damals nur gefragt, warum man das macht, wenn die Polizei sowieso für die Stasi arbeitet. Natürlich haben wir uns dann nachher weiter nicht mehr interessiert, ob es vorige Jahre auch war. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.